Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Bikepark Willingen. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Park, laut Navi, und wir sind schon komplett im Arsch. Aber naja, was soll's. Die Strecke ist grausam. Also ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt, aber wenn ihr aus der Nähe von Köln kommt, ist Katastrophe, weil ihr einfach die ganze Zeit... Ja, 3/4 der Strecke ist einfach Landstraße. Deswegen dauert das auch so lange. Naja, wir fahren jetzt noch 5 Minuten bis zum Park und dann zeigen wir euch da, wie das Ganze so aussieht. So, Leute, angekommen in Willingen. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen eine andere Nummer als Olpe, weil einfach das Ganze hier ein bisschen, ja, kommerzieller, professioneller aussieht. Und ja, wir werden jetzt gleich mal checken, wo wir die Tickets bekommen. Haben jetzt alles angezogen, Protektoren und so. Dann berichten wir euch, wie das läuft. Also im Moment sind wir hier bei dem Parkplatz, bei der K1-Hütte. Und wie wir gehört haben, gibt es die Tickets am Lift im Moment. Es hat easy funktioniert alles. Das Bike reinstellen war nicht ganz so einfach. Ich sehe auch gerade, mein Torque hängt da ziemlich schief gerade da vorne und ein bisschen Angst davor. Ich hoffe, ihr versteht mich gut trotz Wind hier oben. Wir fahren jetzt hoch und dann checken wir das mal oben ab. Geht das jetzt automatisch hoch? Geht hoch. Ach, nice. Erster Drop, Junge. Zu breit? Als allererstes haben wir uns den Flow Trail vorgenommen. Unser Ziel war, jede Abfahrt einfach mal abzufahren. Von einfach bis zu schwer bis hin dann tatsächlich zur World Cup Downhill Line. Und was das am Ende gegeben hat, naja, das war eine ganz andere Geschichte. Aber ihr seht es am Ende dieses Videos. Wir sind dann auf diesem Flow Trail hier und der Flow Trail ist wirklich super easy. Ihr habt eigentlich nicht wirklich viel schwierige Passagen. Jeder kann dort fahren, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Es gibt keine großen Sprünge, Gaps oder Drops, sondern es ist wirklich einfach nur rollen lassen, aber zwischendurch auch Tretpassagen. In diesen Tretpassagen solltet ihr auf jeden Fall kein Downhill-Bike dabei haben, denn es ist einfach mit einem Enduro-Rad, ja, viel, viel einfacher. Oh. Sind eingefroren, ich kann bremsen. Jo, Leute, wir sind jetzt auf der Hälfte oder so, oder 3/4 Flow Trail gefahren. Die Hände frieren ab, nicht mehr normal und ist echt anstrengend für die Beine. Die ganze Zeit stehen, aber echt easy der Trail, kann wirklich jeder fahren eigentlich. Flow-Country-Trecke, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Mountainbiker geeignet. Unsere nächste Line war dann die Flow-Country-Strecke. Die ist auch noch eine blaue Line, allerdings nicht mehr ganz so flowig wie die Flow-Line. Denn hier gibt es tatsächlich dann so ein paar Mini-Sprünge oder beziehungsweise Tables, wo ihr abziehen könnt oder einfach drüber rollen könnt. Allerdings müsst ihr diese Sprünge wirklich aktiv nehmen, denn wenn ihr einfach nur drüber fahrt, dann fahrt ihr halt auch einfach nur drüber. Dennoch, meiner Meinung nach auf jeden Fall für jeden fahrbar. Die Anliegerkurven sind einen Ticken größer, einen Ticken schneller, aber ich finde Flow Country, das war schon eine richtig nice Line. Leute, wir haben Flow. Was geht ab? Hier ist Sender Steve. Wir waren Flow Country fahren und Flow Trail.
Dann als nächstes die Freeride dran, das ist die erste Strecke, die rot ist. Und wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil wir, ja, Steve meinte, er hat einen Table gesehen, der schon nicht ohne aussah. Ein Table gesehen, der nicht ohne aussah. Aber wir fahren das jetzt mal ganz entspannt. Der nächste Streich war also die Freeride Line. Und die Freeride Line hat schon einige größere Tables mit dabei. Allerdings muss man hier auch mehr aktiv springen, also man könnte theoretisch auch tatsächlich alles überrollen. Was ich persönlich am schwierigsten fand, ist einfach, dass diese Line hier nicht so glatt geshaped ist, sondern dass da viele Steine rumliegen, Bremswellen, also irgendwie wurde hier auf jeden Fall nicht so schön alles geshaped, wie es zum Beispiel in Olpe der Fall war. Aber Steve sagte mir dann, ja, es ist halt eine Freeride-Line und die muss halt irgendwie so ruppig sein. Ab dem zweiten Streckenabschnitt unten wird es dann allerdings richtig, richtig steil auch auf dieser Freeride Line und meiner Meinung nach auch auf jeden Fall gar nicht mal so einfach zu fahren. Außerdem hat die Line auch noch ein paar so North Shore Holz-Elemente, wo ihr einfach drüber rollen könnt, entweder einen kleinen Drop oder einen großen Drop nehmen könnt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gibt hier so komische Gitterdinger, Steine im Boden und darauf ist es dann beim Bremsen manchmal ganz schön rutschig. Das Ganze war am Ende dann so ruppig, dass sogar Steves Mudguard abgeflogen ist und ich habe das als Stärkung genutzt, denn die nächste Strecke ist tatsächlich eine schwarze Line und dementsprechend meine erste schwarze Line überhaupt. Jetzt geht's zur Sache, schwarze Line. Also, dieser Enduro-Trail, der als schwarz gekennzeichnet ist, ist halt eigentlich so ein Waldweg, wie wir ihn wahrscheinlich im Bergischen hier bei uns ganz oft finden. Viele, viele Wurzeln, sehr eng, Baumstämme, sehr verbockt, technisch anspruchsvoll. Und ich fand das mal echt eine gelungene Abwechslung zu den glatt geshapten Lines und zu diesen ganzen Sprung-Jump-Lines-Geschichten. Also für mich auf jeden Fall sehr, sehr spaßig das Ganze gewesen. Einer von denen meint, hier wird es jetzt steil. Okay. Natürlich sind wir nicht mit einem Affenzahn durchgebrettert. Allerdings habe ich mich gar nicht mal so unsicher auf dem ganzen Ding hier gefühlt, weil ich doch tatsächlich einfach solche Art Trails irgendwie gewohnt bin. Hier bei uns am Lüderich, bei Steve auf dem Berg, da ist echt sowas ständig irgendwie angebracht und deswegen war das echt gar nicht mal so schlimm für mich. Dennoch sehr, sehr anstrengend für die Hände. Thank you.
Das war der härteste Save meines Lebens gerade. Ich stehe mit meiner Ferse auf der Pedale, weil ich weg bin. Digga. So Leute, Flow Trail, Flow Country, Freeride und Enduro gemacht. Enduro war eine schwarze Line, die erste schwarze Line, die wir jemals gefahren sind, und wir sind auf jeden Fall irgendwie runtergekommen. Okay. Irgendwie halt. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo diese World Cup Downhill Line ist. Und der Steve will da richtig krass senden. Also ich bin echt gespannt, was er da heute aufs Bike bringt. Die Schilder machen aber auch Angst da vorne, Digga. World Cup Downhill Line. Nee, Digga, nee. Nee. Oh nein. Ja, diese World Cup Lines gibt es ja überall verteilt so ein bisschen, und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das hier eine Strecke ist, die man sich auf jeden Fall zuerst einmal angucken sollte. Deswegen sind wir wirklich vorsichtig hier runtergefahren, und unser einziges Ziel war halt irgendwie runterzukommen, ohne irgendwie einen schlimmen Sturz zu erleiden. Das Ganze hat auch tatsächlich funktioniert, aber wir konnten uns teilweise hier einfach nicht vorstellen, wie die Leute in einem Affenzahn hier durchbrettern. Das macht doch keiner. Ey. Alter, das ist ein anderes Level. Vielleicht fahren wir lieber hier an der Seite lang. Das fährt doch keiner. Junge, Alter. Scheiße. Jetzt fahren wir an der Seite. Doch, wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie am Ende dann doch runterzukommen. Abschluss haben wir einfach verschiedene Lines gemischt, denn bei allen Abschnitten der Strecken kann man auch Lines wechseln. So haben wir mal Freeride und Flow Country und so weiter kombiniert, um einfach noch zum Schluss ein bisschen Spaß zu haben. We'll be right back.
viel schneller. Leute, was geht ab? Ich bin wieder zurück zu Hause und richtig fertig. Ich muss jetzt noch das Bike sauber machen und dann war es das auch für den Tag für mich. Aber ich wollte euch ein kurzes Feedback nochmal geben, kurz zum Ende. Der Bikepark ist cool, auf jeden Fall. Aber ihr müsst euch darauf gefasst machen, die Abfahrten sind lang und anstrengend. Und vielleicht für einen Anfänger, für mich, manchmal noch ein bisschen sehr anstrengend. Allerdings für jedes Level was dabei, also auch für Leute mit Hardtails zum Beispiel. Ihr könnt auch mit dem Hardtail dort im Park fahren, safe. Zumindest die einfachen Lines. Und ja, für jeden was dabei. Der Lift braucht auch 5-6 Minuten nach oben. Super gemütlich, so ein Sessellift. Karten könnt ihr online buchen, auf der Website, auch ziemlich easy eigentlich. Direkt auch online bezahlen, da müsst ihr nicht vor Ort bezahlen. Finde ich gut. Parkplatz super nah am Lift. Genug Parkplätze zur Verfügung überall, würde ich mal sagen. Und gerade mit der begrenzten Corona-Zahl auf jeden Fall nicht schlecht. Für mich persönlich, 2 Stunden Fahrt dahin oder über 2 Stunden ist einfach zu lang. Ich glaube, ich würde eher dann doch nochmal zu Olpe tendieren oder halt Winterberg, kenne ich noch nicht. Das werde ich als nächstes mal testen, wenn der offen ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf dem kleinen Trip mit mir zusammen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, denn ich lasse mindestens 2 Videos raus jede Woche. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.